Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Sheila, ich grüße dich. Du bist nicht glücklich. So klingt dein Brief und du möchtest wissen, wo ist deine Lebensaufgabe? Was bringt dir Lebensfreude? Momentan bist du unmotiviert. Ich habe dieses Legesystem ausgesucht, Tempelorakel. Und das heißt nicht unbedingt, dass du jetzt in die Kirche gehen sollst oder zum Mönchen. Wenn das dir gut tut, ja, es muss nicht sein. Dieser Tempel symbolisiert unseren inneren Tempel. Und das heißt, wir Menschen haben eine Seele. Und unsere Seele wohnt in unserem Inneren. Und wenn wir das schön gestalten, dann haben wir einen inneren Tempel. Und wenn wir zurückziehen, zum Ruhe kommen und meditieren, dann befinden wir uns in diesem inneren Tempel. Und dann hast du einen Bezug zu deiner Seele, dann hast du auch einen Bezug zu deiner Intuition und verspürst die göttliche Energie. Und das ist schöpferisch. Und ich bin ziemlich sicher, deine innere Stimme wird dir schon sagen, was richtig ist, was dich auch begeistert, wo mit Herz und Seele dabei bist. Dann hast du auch eine Aufgabe oder Lebensfreude oder Motivation. Das macht dich lebendig. Aber erstmal komm zur Ruhe. Das ist wichtig. Dann hast du die inneren Gleichgewicht. Und jetzt schauen wir diese Legung an. Was ist für dich heilig? Das zeigt Mond. Mond steht in Verbindung zur Mütterlichkeit. Dass du Mutter bist, das ist für dich heilig. Und deine Kinder sind auch heilig, weil du zeigst diese Mütterlichkeit. Mond symbolisiert auch deine Träume, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen. Und das sollst du auch aktivieren, deine Träume. Und wenn du einen Traum hast, eine Vision, dann kannst du das auch verwirklichen. Mond steht auch in Verbindung zu unserem Unbewussten, zu unseren Gefühlen. Und wenn du einen Zugang hast zu deiner Seele, zu deinen Gefühlen, dann empfängst auch etwas. Mond ist auch Empfängnis. Dann kommt genau das auf dich zu, wovon du träumst. Glaubst du an deine Träume? Glaubst du an dir selbst? Glaubst du das, was du vorhast? Die Antwort zeigt, momentan fühlst du dich erschöpft, niedergeschlagen. Es ist schwierig, daran zu glauben. Deswegen wäre gut, als erster Schritt zur Ruhe kommen, nichts tun, nichts bewegen, sondern versuchen erstmal, das alles verinnerlichen und dafür sorgen, dass du die inneren Gleichgewicht hast. Dein inneren Tempel hast du eigentlich schon aufgebaut. Das ist ein heiliger Ort. Natürlich kann das auch bedeuten, dass du kennst einen Tempel oder kennst du einen Kraftort, wo du Kraft schöpfen kannst. Ein Spaziergang im Wald oder in die Wiese. Mach etwas, was für dich gut tut. Oder wenn du zu müde bist, dann ist es auch gut, wenn du mal nichts
nichts machst, wenn du dich ausruhst oder machst ein schönes Bad, und das ist wichtig, dann hast du dieses Heiligtum schon. Hast du eine Vision, eine Vorstellung, das zeigt die Sonne. Öffne dein Auge auf deine Vision. Öffne dein Herz. Sonne steht in Verbindung zu unserem Auge, macht etwas sichtbar. Das kann auch die dritte Auge sein, die helle Sichtigkeit oder die Blick nach innen richten. Und was ist noch wichtig bei diesem Sonnenenergie? Das Herz. Warum? Weil die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem. Und unserem Herz ist das Zentrum unserem Körper. Und sie stehen in Verbindung. Öffne dein Herz und stell die Frage, was du liebst. Das kann Berufung sein, das kann die Hobby sein, das kann die Kinder sein oder die Natur sein oder Kunst, Kreativität, Sport, Bewegung oder Reisen und natürlich auch die Liebe. Kannst du das gestalten nach deinem Geschmack? Diese zwei Stäbe geben die Antwort. Die Stäbe symbolisieren die Feuerelement und das bedeutet Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Mach kleine Schritte in die Richtung, was dich begeistert. Dann hast du schon die Verbindung und holt dich raus aus dieser Lethargie. Welche Schritte kannst du noch tun? Wieder die Feuerelement. Du brauchst diese Feuer. Und das heißt, dein Herzenswärme oder deine Begeisterung, eine Richtung bestimmen, vielleicht auch mal neue Kontakte suchen oder Einflüsse von außen hilft dir auch, in eine Richtung bewegen, was dich begeistert. Aber bevor du das machst, brauchst einmal eine Vision davon, dann brauchst du auch die Ruhe, all das zum Verinnerlichen. Hast du Erfolg? Ja, du kommst von diesem Labyrinth raus. Du wirst dich neu orientieren. Das muss nicht eine Trennung sein. Dann hast du einen Weg gefunden, was dich begeistert und gibt dir die Ausgleich. Dann hast du die Lebensfreude. Was hindert dich dabei, wenn du versuchst, immer alle recht zu machen? Und was unterstützt dich dabei? Das zeigt hier dieses Bild, wenn jemand dir das zeigt oder wenn du entdeckst für dich etwas Neues, ganz Neues, was dich begeistern kann. Wieder die Feuerelement. Jetzt befrage ich mein Pendel, wirst du einen Weg finden für dich selbst, wo du dann sagen kannst, jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Ja, nein oder vielleicht. Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, du findest deinen Weg oder deinen Ausweg von diesem Labyrinth. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, du bleibst in diesem Zustand. Wenn die Pendel stehen bleibt, heißt vielleicht oder es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Findest für dich einen Weg, was dich glücklich macht? Die Antwort ist ja, du findest deinen Weg. Liebe Sheila, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.